Wollen wir gleich nochmal anfangen hier über die sogenannte Erstlösung. Na, viele fragen mich in der Zwischenzeit, wie die Lösung ist, wie die Materialisierung ist, wie die Organisation ist. Und das ist ja auch das Nächste, was notwendig ist. Aber die Materialisierung kann nur erfolgen, wenn man denselben Geist hat, also dasselbe Recht verfolgt. Denn wenn der Glaube nicht stark genug ist, können wir nicht zusammen den Weg gehen. Das heißt, wenn jemand hier materiell heißt, die das, was wir als Gedanke oder eben als Glaube haben, dass wir das materialisieren, nur dann, wenn wir das Recht verfolgen, unser Recht verfolgen, handeln wir im Recht, zu Recht, und wir bilden dann ein rechtsstaatliches Volk ab, so nach Völkerrecht. Das versteht jeder, oder? Wie gesagt, es gibt immer wieder Parodien. Das, was die hier machen, ist ein Bienenvolk. Das heißt, die Bienen sammeln schönen Honig, und es gibt eine Königin, das ist die Anführerin, und die arbeiten alle ganz fein, damit sie Honig produzieren, und dann kommt der Inka und schöpft das alles ab. Das ist das, was die hier machen, mit dem Schöpferbund, was die machen. Aber das ist nicht Naturrecht, sondern das ist auch kein tierisches Recht, sondern das ist einfach Raub. Der Inka raubt den Bienen ihr Honig. Verstanden? Das ist also, genauso machen die das hier auch. Sie setzen sich über uns. Normalerweise sind die Bienen ja dafür da, dass sie uns unsere Blüten bestäuben, damit wir Nahrung haben, denn wir sind von den Bienen abhängig, von dieser Nahrung. Und was machen die Imker? Die klauen das natürlich. Und dass sich das verändert, das ganze Biologische, das ist klar. Der Mensch muss ja nicht unbedingt Honig essen, er kann Honig essen. Er muss es nur essen, wenn er in Not ist und nichts anderes zu essen hat. Ja, also ich habe hier mehrere Anfragen über die sogenannte Organisation gehört, dass man bestimmte Bereiche ausgliedert und organisiert. Gestern hatten wir, Wolfgang hatte das gesagt, dass wir hier sogenannte Stammtische bilden, wo innerhalb der Stammtische quasi dieses Wissen vermittelt wird, damit andere Menschen auch von diesem Wissen einen Nutzen ziehen können, um sich in ihrer Notwendigkeit zu bilden. Ja, zunächst einmal, in meinen früheren Vorträgen habe ich sehr viel Paragraphen und dies und jenes genannt. Das mache ich diesmal nicht. Vielleicht versteht ihr mich dadurch besser. Ich denke schon, dass das ein bisschen plausibler wird, was ich hier so erzähle, alleine wegen den Paragraphen, die ich nicht mehr benutze. Ich musste bis jetzt diese Paragraphen benutzen, und wenn jemand diese, weil wir so viele Menschen hatten, die es nicht verstanden haben und wo sie sagten, wo kann ich das nachlesen? Und ich kann es euch nur sagen, wenn ich es verstanden habe, kann ich es euch mit meinem Verständnis weitergeben, und dann werdet ihr das auch verstehen. Wenn jemand hier steht und es nicht weiß, was er dort erzählt, dann kann er das Wissen gar nicht weitergeben, sondern er kann nur ein Unwissen weitergeben. Jetzt möchte ich gerne darüber sagen, wenn ein Mensch frei ist, und ein Mensch ist ein frei, besteht die Vertragsfreiheit. Das ist ganz wichtig, und zwar, wenn man innerhalb des Grundgesetzes tätig ist oder sich aufhält, ist es wichtig, wie man dort reinkommt und rausgeht. Und das ist das Geht, Obligate oder Obligation oder Obligat. Das ist das Tor ins Casino. Und auf jedem Spielfeld herrschen ganz andere Regeln und Rechte. Das muss man verstehen. Wenn man natürlich zum Beispiel eine Handlung macht, die absolut notwendig ist, um einen Menschen
oder sich selbst zu retten, dann kann das kein Straftatbestand sein. Wenn ich in ein Haus einbreche, um Dinge zu stehlen, dann ist das eben strafbar. Wenn ich aber irgendwo, um mich zu schützen, irgendwo mich verstecken muss oder mir ist kalt und ich muss irgendwie eine Tür aufmachen, dann ist es nicht strafbar. Weil ich muss ja, ich bin ja verpflichtet, mich zu schützen. Und mein Leben geht vor Sachwerten. Und in einem System, in dem, so wie der Papst gesagt hat, nimm dem Menschen sein Recht weg, dann ist ein Staat nichts als eine Räuberbande. Da kann der Mensch in diesem System nicht mehr bleiben und er muss das loslassen, einfach loslassen. Wir haben das vorhin auch schon gehört. Und dieses Loslassen geht einfach nicht, wenn man sich klammert. Man klammert sich und sagt, ich habe das und das und das und das, das will ich mitnehmen, dies will ich mitnehmen, jenes will ich mitnehmen. Das geht in einem System nicht, wenn es falsch ist, sondern man kann es nur im Richtigen nehmen. Und dafür ist das Domizilrecht. Darüber habe ich viel geschrieben, aber keiner weiß es. Im Domizilrecht ist es so, dass die Heimat dort ist, wo der Mittelpunkt des Menschen ist. Das kann aber auch ein Gefängnis sein. Und deswegen ist Heimat nur dort, wo man freiwillig ist und frei ist. Freiwillig und frei ist. Gefängnis auch? Ja, wenn du weil du Psychopath bist, ein Kinderschänder bist und du wartest darauf, dass man dich fängt, damit man einsperrt, damit du deine Gelüste dort nicht mehr ausleben kannst. Es gibt ja auch solche. Der Schriftsteller Ehrenzweig sagt, das geht dort, wo man sitzt, wohnt man nicht. Ja. In einer Fußnote. Ja. Das ist das Gefängnis. Das kann nicht der Wohnsitz sein. Ja. Also das Gefängnis gibt es ja gar nicht. Also ich habe ja sehr viele Diskussionen geführt und sehr viele Recherchen. Es gibt ja kein Gefängnis mehr, sondern es gibt nur Justizvollzugsanstalten. Ja. Oder Psychiatrien. Zucht. Zucht, ja. Oder Anhaltssicherung. Ja. Und mancher Sexualtriebtäter ist ja froh, wenn er erwischt wird, dann ist er ja selbst vor seinem eigenen Trieb geschützt. Okay? Manche freuen sich sogar, wenn sie erwischt werden. Genau. Und die sogenannten, also die Drogendealer und Drogenhändler und was weiß ich, das gehört alles zu diesem System dazu, dass man also beraubt wird, auch erschossen wird. Das gehört alles zu diesem System mit. Und man wird ja nicht als Drogendealer geboren, sondern zu dem gemacht. In welcher Form auch immer. Man wird auch nicht zum Terroristen, weil meine Mama mich so geboren hat, sondern man wird demnach gemacht. Als ich unschuldig misshandelt worden bin, da habe ich auch Rachegefühle gehabt. Aber was für welche? Und da habe ich entschieden, mich für diesen Weg, denn wenn ich da 10, 15, 20 umniete, das ist nicht geholfen. Ja, es geht einfach nicht. Dieses Problem haben ganz viele Menschen. Wenn jemand unschuldig im Gefängnis sitzt und weiß, wenn er rauskommt, ist alles kaputt. Wie soll man sich denn da überhaupt verhalten? Und dann, wenn man raus ist, dann versuchen sie uns immer noch die Personifikation aufzusitzen und statt zu sagen, tut mir leid, wir haben etwas falsch gemacht. Was machen sie da? Sie versuchen, jede Schuld von sich zu weisen, jede vernünftige Schadensausgleich zu verhindern. Was soll dieser Blödsinn? Das ist das Problem. Und jetzt kommen wir zu der Obligation, wenn meine Menschenrechte und auch eure Menschenrechte unverletzlich, unveräußerlich ist, dann muss man die fragen, wenn jemand mein Menschenrecht verletzt, wie teuer es sein darf oder sein muss, um dann entsprechend eine Obligation durchzuführen, beziehungsweise ein außervertragliches Schuldverhältnis. Ich kann das jetzt ganz einfach erklären. Ich habe das die letzten Tage versucht, nochmal zu verdeutlichen. Wenn ich hier gegen dieses Holz quasi mit dem Kopf versuche durchzugehen, dann klappt das nicht. Ich werde dann physikalisch aufgehalten und kriege dann wahrscheinlich noch eine Beule am Kopf. Wenn der Räuber jeden Tag rauben kann, ohne erwischt zu werden, also ein Bankräuber, dann macht er den Bankraub immer wieder, weil die Wahrscheinlichkeit, dass er erwischt wird, sehr groß ist. Nicht erwischt wird, groß ist. Weil es ist ja wie ein Glücksspiel. Weil er raubt ja das Geld, damit er sich was kaufen kann und dieses Geld geht dann in den sogenannten Staat rein. Was soll er mit dem Geld, was er nicht ausgeben kann? Es gibt
Okay? Das heißt, der Bankräuber raubt das, ohne zu wissen, dass es eigentlich sein Geld ist, und bringt das Geld in den Staat, der ihn zu dem gemacht hat, was er ist, nämlich Bankräuber, weil der Staat ihm das Geld nicht gegeben hat. Und wenn nicht genug zu tun ist, dann werden eben Straftaten in Deutschland begangen und auch hier mit V-Leuten und mit Geheimdienst und so weiter, dann wird was konstruiert. Die V-Leute ziehen in Österreich seit 1.1. ab. Die was? Die V-Leute sind in Österreich seit 1.1.16 erlaubt. Erlaubt? Auch erlaubt. Zugelassen als Zeugen? Zugelassen, ja. Vorher waren sie ja. Das ist ja verboten. Der konnte nicht geschützt, jetzt sind sie geschützt. Der Jean-Provokateur war schon seit mindestens 15 Jahren in Österreich erlaubt. Und jetzt die V-Männer. Da regen sie sich auf wegen irgendwelchen Terroristen. Terrorismus ist ja nichts anderes als die rechtswidrige Anwendung von Gewalt. Und wenn ein V-Mann etwas provoziert, das heißt einen Menschen dazu anstiftet, eine Straftat zu begehen, durch welche Form auch immer, dann handelt es sich bei den V-Leuten um Terroristen. Staatlich nicht legitimiert, sondern legalisierte Terroristen. Das Problem ist, der Staat ist nur obligatorisch tätig. Es gibt in Wien den Vertrag, das Recht der Verträge, und danach kann nur ein Staat verpflichtet tätig sein, also schuldhaft. Deshalb können keine Organisationen, die sich in einem Staat eingeschrieben haben oder staatliche Organisationen sind, beziehungsweise von der öffentlichen Hand bezahlt werden, niemals grundrechtfähig sein. Das heißt, ihre Verträge sind nur schuldhaft. Deswegen kann eine Bank niemals als Gläubiger auftreten vor dem Gerichtshof der Menschen, sondern nur Schuldner sein. Warum? Sie verkaufen Scheingeschäfte. Und Scheingeschäfte sind? Nichtig. Verboten. Nur die Anfechtungsfrist ist in Österreich 30 Jahre und im italienischen Recht viel kürzer bei der Nichtigkeit, aber im italienischen Recht kann auch ein Dritter die Nichtigkeit einnehmen. Das heißt, wenn jeder Polizist in meinem Auftrag tätig ist, dann kann jeder von mich verklagen, weil er behauptet ja, er arbeitet in meinem Auftrag. Und wenn ich ein freier Mensch bin und meine Menschenrechte und meine Menschenwürde ist unantastbar, unverletzlich, unveräußerlich, dann kann das alles nicht sein. Also das heißt, das ganze System hier ist nur auf Lügen und Betrügen aus. Und innerhalb der Justiz kann ja jemand, der schuldhaft ist, der sich schuldhaft verpflichtet hat, niemals Gläubiger sein. Einmal Unrecht und nochmal Unrecht kann nicht Recht sein. Es geht nicht. Das ist alles ein Fake. Ja? Also, es steht im Artikel 24 Absatz 3 in der Bundesrepublik drin, dass die Bundesrepublik sich der Obligation unterwirft, also schuldhaft ist, und alles, was mir hier passiert, selbst wenn ich hier einen Bankraub mache, sind Sie schuldig, dass ich das machen musste. Die halten sich im Mangel. Weil Sie uns im Mangel halten. Wenn die Leute mit 400 Euro dann sogar zur Arge hingehen und kein Geld haben, dorthin zu reisen, ja, dann wird entweder 130 Euro fällig, ja, das sind ja Privatverträge, die sie mit uns machen, und diese Privatverträge führen zu Obligationen. Obligationen entstehen, wenn der Mensch sagt, nein, jeder Mensch hat das Recht, loszulassen. Und wenn jemand loslässt, sagt er, nein, ich möchte es nicht. Und wenn sie es dennoch machen, ist es was anderes. Ich werde die aber Beispiele nehmen aus dem normalen Leben, aus dem täglichen Leben,
um die Obligation zu erklären, damit die Menschen das verstehen. Denn wenn ich dann das Wort Obligation irgendwie sage, dann gucken die mich treu doof an und wissen noch nicht mal, was ich sage. Die Obligation ist sowas Ähnliches wie Justiz und OPPT, ein Handelsgeschäft, aber es funktioniert ein bisschen anders. Weil in diesem Handelsgeschäft, von dem ich spreche, nämlich Obligation, ist der Mensch immer der Gläubiger. Und Rechtsobjekte und Rechtssubjekte immer Schuldner. Immer. Und das ist das, was viele nicht verstanden haben. Und ich werde das jetzt erklären. Darf nur Zwang auf Personen oder Sachen anwenden, nicht auf Menschen. Also das ist sowas wie Monopoly-Geld. Versucht mal draußen mit Monopoly-Geld zu bezahlen. Dann denken, hey Kollege, du bist ein bisschen blöd. Und genau das machen die. Also das Polizeigesetz ist etwas, was in der Rechtsrealität gar nicht existiert. In der Rechtsrealität gibt es keine Personen, da gibt es nur die Menschen. Also der Mensch ist auch ein Tier, da gibt es Tiere, Pflanzen, also lebendige Pflanzen und tote Sachen. Das war mal lebendig. Nämlich Holz. War lebendig als Pflanze. Und der Mensch ist auch ein Tier, aber der Mensch ist ja von Gott dreifaltig. In seiner Ganzheitlichkeit. Der Mensch hat einen Körper, ich habe einen Luxuskörper, eine Seele und einen Geist. Das haben Tiere nicht. Tiere haben keinen Geist. Bäume haben keinen Geist. Dass manche natürlich hier Geister sehen draußen. Ja, das ist ja das Problem, was wir mit der Psychose haben. Ich-Psychosen. Da kommt ein Psychiater und sagt, ja, dieser Mann ist verrückt oder dieser ist so und so und so. Dann fragt man, ja, welche Farbe hat denn sein Geist? Dann können Sie es nicht sagen. Weil Sie sind die Idioten und die Irren. In der Bundesrepublik gibt es die sogenannte geistige Fahreignung. Also wer keine geistige Fahreignung nachweisen kann, weil im Idiotentest, dem wird der Führerschein nicht wieder ausgehändigt. Welche Farbe hat mein Geist heute? Kann mir das einer sagen? Lila. Nein, falsch. Durchgefallen. Also, wenn ein Gutachter sagt, ich mache eine geistige Fahreignung, dann muss der wirklich einen in der Pfanne haben, denn der sieht Geister. Die machen solche Gesetze, ich habe das gesagt eben gerade mit dem Polizeigesetz, die machen Gesetze, die so idiotisch sind, dass man schon drüber nicht nachdenken kann. Und dann gehen die Leute los und versuchen eine MPU zu machen, eine medizinisch-psychologische Testung. Und in dem Moment akzeptiert ihr euch, dass ihr euch unterworfen habt. Ihr müsst fragen, welcher Arzt kann mir meinen Geist überhaupt bewerten? Weil Geist kannst du körperschaftlich nicht erfassen, genauso wie den Islam nicht. Der Islam ist ein Glaube und keine Religion. Das ist das, was die Menschen nicht verstanden haben. Ja? Man kann Gott nicht verkörpern. Ich bin auch nicht Gott. Jeder sagt, ich bin Gott, hat sich materialisiert. Dann ist er eine Religion geworden. Religion ist Wiedereingliederung. Was ist die Arge? Was machen die? Wiedereingliederung. Ihr seht, es sind die Worte. Jetzt haben wir das Problem. Dass wenn ein Mensch sagt, nein, ich möchte es nicht. Also alles, was euch passiert, wird von denen bestimmt. Ihr wollt ein Hotel machen, dann müsst ihr erstmal einen Kredit aufnehmen, um zu arbeiten. Okay? Ihr müsst erstmal einen Kredit aufnehmen, um zu arbeiten. Und dann schuftet ihr für den Kredit und sie bestimmen, wann sie den Kredit zurückziehen oder euch gewähren lassen. Und sie bestimmen über euch, ob ihr dann insolvent seid oder nicht. Ihr arbeitet ja schon insolvent, wenn ihr einen Kredit aufnehmt. Deswegen ist die Bundesrepublik ja
Konkurs gegründet worden und wird Insolvenz verwaltet. BRD Finanzagentur GmbH. Also, es ist relativ schwierig, wenn man das ganze Wissen nicht hat. Und ihr seht ja, ihr guckt mich alle so verliebt an, weil ihr das zum ersten Mal so wahrscheinlich in dieser Form hört. Was will der eigentlich uns sagen? Obligationen entstehen durch außervertragliche Schuldverhältnisse. Die Bundesrepublik hat sich verpflichtet, für uns zu dienen, gemäß Artikel 73 der UN-Charta, hat sie sich verpflichtet, hat die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte gebracht. Und gibt es dann für die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte einen Gerichtshof? Ja, unser. Yes. Unser, ja. Bei denen gibt es sie nicht. Warum nicht? Weil sie es nicht machen können. Sie sind ja nicht heilig, sondern unheilig. So. Und alle Staaten, die den Artikel 73 der UNO-Charta als eine Verwaltung, die völlig, also als Rechtsstaat dienen können, haben sich verpflichtet, nach dem Genfer Abkommen, die Sozialleistungen und so weiter, da steht das ja drin im Sozialgesetzbuch, das Sozialgesetzbuch basiert ja auf das Genfer Abkommen, auch hier in Österreich und an allen Ländern, die das Genfer Abkommen unterschrieben haben. Und Kriegszeit ist immer noch Kriegszeit, weil das hat was mit Söldnern und Kriegen zu tun. Hat ja was mit Obligation zu tun. Kriegen. Ja, Krieg und Frieden, Krieg und Frieden. Der Staat behauptet, ich muss Steuern bezahlen und wer nicht bezahlt, bekommt keinen Frieden. Der wird nämlich im bewaffneten Konflikt misshandelt, bis er zahlt. Das ist geiselhaft. Das ist geiselhaft. Bewaffneter Raub mit geiselhaft. Dann werden die Familien genötigt und erpresst zu bezahlen. Das ist geiselhaft. Das sind bewaffnete Konflikte. Man spricht deswegen auch von bewaffneten Konflikten. Und die bewaffneten Konflikte gehen gegen die Person, und zwar nach dem Völkerstrafgesetzbuch. Und der Mensch ist etwas anderes und die Person ist etwas anderes. Beim Mensch ist es Völkermord, bei den Personen ist es bewaffnete Konflikte. Und man kommt aus diesem Konstrukt heraus, wenn man das alles gelesen hat. Und da steht drin, wie die Krankenversicherung, die Sozialversicherung, Arbeitsversicherung, wo die Bankdaten und so. Und jetzt versuchen sie aus diesem Genfer Abkommen wegzulaufen, indem sie Europa machen. Europa gibt es überhaupt gar nicht im Genfer Abkommen. Und nicht in der UN-Charta. Europa kann nicht anerkannt werden. Da haben die gesagt, ja, Genscher war ein großer Politiker, ein Europäer. Ey, seit wann haben wir einen Europäer? Ich kenne nur eine europäische Hauskatze. Eine Muschi. Ja? Also, selbst Tiere haben mehr Rechte als Personen. Die sie sagen, wir machen ja keine bewaffneten Konflikte gegenüber Menschen, sondern nur gegen Personen. Und Personen sind Zwangsinternierte. Das heißt, wir bezahlen unsere Peiniger, damit sie uns in Ruhe lassen. Und zwar nur, weil sie bewaffnete Konflikte machen. Wir erlauben den Polizisten, Waffen zu tragen, mit denen sie uns vergeiseln. Und sie brauchen das Geld auch. Warum? Eine juristische Person, also ich müsste jetzt erklären, was ein Verband juristischer Personen ist. Das ist eine nicht erlaubte Vereinigung. Das ist eine Räuberbande. Und damit sich die Räuberbande finanzieren kann, rauben sie alles, was sie in die Hand bekommen. Und damit finanzieren sie sich. Sie finanzieren sich durch Raub. Ja, das ist, man kann sich das vorstellen wie also ein Tiger. Ja, der Tiger, der fängt an, den Menschen zu überfallen und ihn aufzufressen, wenn er Hunger hat oder in Gefahr ist. Und sie haben tierische Auszüge. Das Verhalten von Justiz, Polizei und Verwaltung sind tierische Verhalten. Normalerweise ist es so gedacht, dass die Staaten sind ja Verwaltungen, die nicht ihre vollständige Selbstständigkeit erhalten haben. Und dazu zählt auch Österreich, die Bundesrepublik, Türkei, alle Staaten.
weil sie sind vom rechten Weg abgekommen. Genfer Abkommen. Und deswegen gibt es ja ein Übereinkommen. Wiener Übereinkommen über das Recht des Vertrages. Die Abkommen gelten für Idioten und die Übereinkommen gelten für die Rechte, damit man da rauskommt, wie das Wiener Übereinkommen oder das New Yorker Übereinkommen. Und deswegen, das New Yorker Übereinkommen ist in New York gemacht worden. Warum? Weil das New Yorker Bezirksgericht zuständig ist. Aber das ist kein Handelsrecht in dem Sinne, sondern das ist für Obligationen zuständig, um dann Verträge eben zu vollstrecken. Wie du vorhin gefragt hast, wie können wir dann Obligationen vollstrecken? Das geht nach dem New Yorker Abkommen 0.227 so und so. Und das Recht, wenn das nicht umgesetzt wird, kommt das Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge 0.111. Und zwar für das sogenannte Genfer Abkommen 0.518.51. Ihr seht, also diese Verträge sind alle da, ich kann sie alle aufzählen, aber keiner weiß Bescheid. Und wer seine Rechte nicht kennt, hat keine Rechte. Also, Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus der Unmündigkeit. Wenn ihr eure Rechte kennt und diese Rechte durchsetzen wollt, müsst ihr etwas tun. Und deswegen habe ich bis heute immer Paragraphen zitiert und dies und jenes zitiert. Aber das muss man natürlich 24 Stunden machen. Das mache ich jetzt 34 Jahre, knapp 34 Jahre jetzt und jeden Tag sehr extrem. Also bin ich der Master of the Disaster. Deswegen stehe ich hier vorne und ich sage euch, wie ihr da rauskommt. Nach dem Genfer Abkommen ist es so, dass irgendwann, also sie haben einen Vertrag gemacht, die haben gesagt, wir haben jetzt ein Ticket gezogen, ein Busticket gezogen, das Los der Verwundeten auf Felde und Wasser, liest genau die Genfer Abkommen. Das sind genau die Worte. Es ist wie ein Casino. Ihr zieht ein Los, es ist ein Casino, ein Glücksspiel. Und dann haben sie sich alle in einen Bus reingesetzt, Sinnflut. Und das sind die Medien, die dann beeinflusst haben, die haben sich in den Bus gesetzt. Und dann hat der eine nach links und der andere nach rechts. Also es gibt ja Links- und Rechtsextremismus, ich will das, ich will hier und da. Und dann sind die vom rechten Weg abgekommen, in den Graben gefahren. Bam! Deswegen hat der Papst gesagt, der Graben ist in der Zwischenzeit so, dass es unüberwindbar ist. Die Leute kommen nicht mehr raus, die Türen gehen nicht mehr auf. Jetzt schlüpft natürlich, ihr kennt ja das Ding von Platon, die Höhlengleichnis von Platon, dass einer rausgeht und sagt, draußen ist frische Luft, kommt raus. Dann sagt er, setz dich hin und halt die Klappe, uns geht es gut so, derzeit gut so, wir wissen nicht, was draußen passiert. Ihr kennt das doch auch mit dem Wolf und Schneewittchen, ne? Schneewittchen, ne? Nee, das war nicht Schneewittchen. Rotkäppchen. Rotkäppchen geht dann fröhlich mit dem Korb und mit dem Essen so durch die Gegend und der Wolf sitzt hinter der Hecke, ganz große spitze Ohren und dicke, fette Augen. Ha, sagt Rotkäppchen, was hast du so große Ohren und so große Augen? Na, was sagt der Wolf dann? Damit ich dich besser hören kann. Nein, halt's Maul und geh weiter, ich muss kacken. Ja, also. Die haben also alle, die warten jetzt alle in diesem Bus und die Generationen sind gestorben, neue sind dazugekommen und wir haben dort in dem Bus haben wir Ordner, Polizeiordnung. Und der Führer sitzt da und die Leute drehen mal nach rechts und nach links. Die Reifen gehen nicht mehr, man kommt nicht mehr auf den Weg rauf, weil sie sich verfahren haben. Sie sind vom rechten Weg abgekommen. Und jetzt sieht es so aus, jetzt klettert ein Türke raus, weil er nämlich widerspenstig ist. Der Prophet. Und guckt da raus, wie bei Platon, sagte Michi, draußen ist doch die Freiheit, die große Freiheit. Geht dann wieder rein, klettert wieder rein, kriegt dann voll einen in die Fresse wegen Menschenrechtsverletzung. Und jetzt erwarten die haben also einen Vertrag gemacht, das Genfer Abkommen ist ein Vertrag, in dem für den Vollzug des Genfer Abkommens, damit die Menschen aus der Personifikation befreit werden, den Propheten suchen.
Da steht drin Vollzug des Genfer Abkommens. Und da steht drin, es muss eine, quasi, wenn man das richtig liest, es muss eine globale Nichtregierungsorganisation sein, die den Menschen eine Rechthilfe bringende Organisation ist. Also wenn Sie zum Beispiel einen Abschlepp, also Sie müssen ja mit dem Kran den Bus entweder rausholen oder münchen, es bringt nichts, wenn Sie dort eine Hotdog-Bude hinstellen. Das hilft den Menschen nicht, wenn sie in der Hotdog-Bude draufstehen und die Leute, Passanten, gucken sich das an. Was macht das Rote Kreuz? In der Zwischenzeit versuchen sie, medizinische Hilfe zu bringen und Sachgüter zu bringen und so weiter. Und sie haben die Logliste. Die Logliste haben sie da. Das ist die Meldeauflagen. Der Meldeschein. Und mit diesem Meldeschein und im Bus gelten die Rechte bzw. die Gesetze, die die Ordner dort festgelegt haben. Weil alle sind ja verrückt. Verrückt, nämlich vom rechten Weg, also verrückt, und zwar in die Idiotie. Sie sind ja im Irrglauben, sie sind auf dem rechten Weg, sie sind ja schon im Graben gelandet, vom rechten Weg abgekommen. Jetzt haben sie natürlich auch kein Navi. Also das ist die Geschichte. Wenn ihr die Gesetze lest, werdet ihr feststellen, das ist die Geschichte, was mit euch passiert hier. Jetzt krabbelt einer raus und sagt, Mensch, ich kann euch rausholen. Dann sagt er, halt's Maul und lass mich in Ruhe. Ich habe hier noch das Wohlfühlklima. Die Klimaanlage läuft ja noch. Da steht drin, dass eine globale Nichtregierungsorganisation kommen wird, um den Vollzug des Genfer Abkommens durchzusetzen. Es ist egal, wie es gegründet worden ist, wo es gegründet worden ist, welche Rechtsform sie hat, weil es besteht ja eine Notwendigkeit. Es ist ja Notstand, was der Papst gesagt hat. Im öffentlichen Recht ist Recht, in der Öffentlichkeit ist Recht und Ethos außer Kraft gesetzt. Okay? Also besteht ein Anspruch auf Hilfe. Jetzt kommt, und das heißt, das ist bestimmt. Das steht so im Genfer Abkommen drin. Da steht drin, Sie können auf dem Gewahrsamstaat gegründet sein. Also ich kann auch im Bus mich entschlossen haben, das zu machen, die Menschen zu helfen. Sie können gegründet sein, in welcher Form, in welcher Art, in welcher Rechtform. Es ist völlig egal, denn letztendlich, wenn ich in einem Bus sitze, ob der nun Jude ist oder Kasar ist oder ob das irgendetwas ist, ich muss ja die Hilfe annehmen, um mich dann auch mitzuretten. Das ist völlig unwichtig. Diese Organisation muss gebührend akkreditiert, gebührend beglaubigt akkreditiert sein, also angenommen sein. Sie können internationalen Charakter haben, müssen es aber nicht. Die Gründung des Internationalen Zentrums für Menschenrecht ist gebührend akkreditiert, diplomatisch akkreditiert und beglaubigt und mit internationalem Charakter ausgestattet. Und zwar mit Urkunden, mit absolut beweiskräftigen Urkunden. Auch der Gerichtshof, auch das Amt der Menschen in Österreich. Wie sind es? Wie sind wir den Vollzug des Genfer Abkommens? Jetzt haben wir natürlich ein Problem. Das, was mit Platon passiert ist, wenn er rausgeht und guckt und er sagt, ich habe es draußen gesehen, es ist tatsächlich so und die anderen wissen nicht, wovon er spricht. Die wissen ja nicht, was Sonne ist, die kennen ja nur die Schattenspiele. Dann können sie auch nicht sagen, was sagen sie dann? Halt's Maul, setz dich hin. Also da gibt es eine Karikatur, so heißt es auch dort. Ne? Das heißt, ich kann ja mit jemandem, der die Ananas nicht probiert hat, nicht sprechen. Was hat gerade gesagt, wer die Ananas nicht kennt, weiß nicht, wie sie schmeckt. So, jetzt haben wir das Problem, im Genfer Abkommen steht drin, Artikel 144, die Polizei, also alle Behörden, Polizei, Justiz und alles Mögliche, muss vom Inhalt des Genfer Abkommens Bescheid wissen, alle Bediensteten, sie müssen es den Menschen zur Verfügung stellen und sie müssen es sogar bei sich tragen. Den Wortlaut sogar bei sich tragen, damit sie sehen, aha, was muss ich jetzt tun? Alle Vertragsparteien. Mustafa, zu mir hat der Trachtenverein gesagt, das habe ich noch nie gehört. Steht doch in der Verabkommen. So, im, also Artikel 1 des Genfer Abkommens steht drin,
Das Genfer Abkommen muss unter allen Umständen eingehalten und seine Einhaltung erzwungen werden. Ja, wie soll ich denn jetzt mit einem sprechen von über die Ananas, wenn er sie noch nie kennt? Wer die Ananas nicht probiert hat, weiß nicht, wie sie schmeckt. Kant. Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus der selbstverständlichen Unmündigkeit. So, und jetzt alleine dadurch, dass er sagt, er braucht gar nichts gemacht haben, überhaupt nichts. Kennen Sie das Genfer Abkommen? Nein, alles klar, 5 Millionen Euro. Der Polizist ist eigentlich eine Firma, eine Ich-AG, der sich sagt, ich bin eine Ich-AG, ich möchte Polizist werden, ich bin ja kein Mensch, ich bin Polizist. Und der andere sagt, ey, du bist Polizist, ich bin auch Polizist, ah, du auch, ja, yeah, alles klar. Jetzt machen wir einen Verband. Das ist eigentlich eine Gewerkschaft. Und das passiert nur durch Anerkennung. Hey, ich erkenne dich an. Und sie rauben dann die Gelder und dann verteilen sich das untereinander. Und dann sagt er, du bist schuld, du hast mir das Geld gegeben. Ich bin Polizist, weil du mich dafür bezahlt hast. Aber ich habe ihn zusammengeschlagen. Und dann sagt er, ich habe es dir doch nicht freiwillig gegeben. Wenn ich es nicht bezahlt hätte, hättest du doch mich und meine Kinder getötet. Und das ist das Problem. Wenn du nämlich einen Hund, der beißt, fütterst, dann wird er dich irgendwann auch beißen, wenn du nicht fütterst. Okay? Wir sind schuld, dass die Polizisten hier sind. Weil die muss man hier rausjagen. Sie gehören nicht in eine Zivilisation. Denn nach den Präliminarbedingungen von Kant ist Polizei und Justiz, Demokratie auf jeden Fall verboten und Scheingeschäfte sowieso. Ihr könnt das nachlesen, habe ich nicht geschrieben, steht alles drin. In einer Republik gibt es so etwas nicht. Das ist hier eine Scheinrepublik. Warum? Die Bundesrepublik ist auch kein Rechtsstaat, sondern sie ist ein Bundesstaat von Verträgen. Und diese juristischen Personen, ich will das euch erklären, was ein Verein und ein Verband ist. Ein Verband ist nach BGB gar nicht definiert. Existieren überhaupt nicht, deswegen gibt es ja die Verwaltungsgerichte. Die Verwaltungsgerichte sind die Anstaltsgerichte. Anstaltsgerichte. Aber sie gelten nicht für uns. Wir können sie zwar verklagen, sie können uns aber nicht verklagen. Also müssen wir die Klagen ja dort reichen. Habt ihr es verstanden? Wir produzieren das. Warum? Weil es den Gerichtshof der Menschen noch nicht gegeben hat. Der Gerichtshof der Menschen ist ein Pflichtgerichtshof, steht in den noahitischen Geboten drin. Er steht ja drin. Die allgemeine Erklärung der Menschenrechte ist ja verankert, aber es gibt den Gerichtshof nicht. Warum? Weil wir es sind. Wir müssen es erst machen. Aber wie willst du jetzt diese sogenannten Verwaltungsgerichte oder nennen es Schiedsgerichte, weil mehr sind es ja nicht in der Organisation, ja. Wie kann ich gegen diese herantreten? Gar nicht. Gar nicht. Am besten, wenn alle es kapiert und gar nicht. Das sind ja alle Scheingerichte. So, das geht nur über die Obligation. Das ist das geht. Der Eingang ist die Obligation. Nach Artikel 132 des Genfer Abkommens ist es so, dass wenn die Gründe der Internierung entfallen, das heißt, wenn jeder aus diesem System raus haben will, muss sich dann bei uns einloggen, damit wir die Liste von ihnen streichen, also die Ummeldung zur Abmeldung machen. Jeder, der dann irgendwie gerettet wird, wird doch auf einer Liste markiert. Beim Flugzeugabsturz oder was weiß ich. Ja? Todesliste, Überlebendenliste, Heimatschaffung und so weiter. Dazu wäre das Rote Kreuz verpflichtet gewesen, aber Sinn und Zweck des Roten Kreuzes ist eine andere. Es soll ja Krieg machen, um Frieden zu bekommen oder umgekehrt. Ja? Und ich habe manchmal das Gefühl, dass das Rote Kreuz der Grund ist, warum es dort in Palästina Krieg gegeben hat. Ja? Also wir haben hier ein ganz großes Problem, weil wir haben die... Wir Menschen würden zum Beispiel die Palästinenser unterstützen in ihrer Freiheit, dass sie frei sind und frei werden, indem wir eben was anderes machen. Aber die sogenannten Staaten, sie brauchen diesen Krieg, um dann quasi ihre Experimente zu machen, das ganze sogenannte, ich lache jetzt. Also bei Saddam Hussein war das so, sie haben behauptet, er hätte Atomwaffen.
Chemische Waffen. Ist ja egal, was es ist. Und Massenvernichtungswaffen. Und dann benutzen sie natürlich diese angereicherten Munition, um dann im Irak das, was noch gar nicht gegeben hat, das dort also die Menschen zu vergiften, in welcher Art und Weise oder zu verstrahlen. Also so, so verrückt und so idiotisch. Und das bezahlen wir hier. Wir bezahlen das. Wer hat denn die... Also, wir waren in Österreich vor... Letztes Jahr bin ich nach Österreich gekommen und da war hier auf der Autobahn war eine Autobahnsperre und zwar für die sogenannten Asylanten wegen Passkontrolle. Und dann sind wir kurzerhand über diesen Bundesautobahn, was weiß ich, Kontrollstelle, ist wie so eine Tankstelle gewesen, sind wir auf die Tankstelle drauf und die hintenrum rausgefahren und sind dann durchgefahren. Also die Passkontrolle ist ein Fake auf der Autobahn. Dann habe ich das Janis erzählt, der wollte es mir nicht glauben, und dann haben wir das selber ausprobiert, wir sind von der Autobahn runter und sind die nächste wieder hoch. Es ist alles ein Fake. Damit man den Menschen hier erklären kann, ey, es gibt ja Einkaufskontrollen, ey! Das ist alles ein Fake, was hier passiert. Nicht nur in Deutschland, sondern auch hier auch. Und wenn Sie einen kontrollieren, dann kontrollieren Sie die Einheimischen. Ja, die sollen sie. Damit die glauben, ah, hier wird wirklich Kontrolle gemacht. Manche erzählen, das ist ein Fake. Ja, ja. Die kommen nach oben und sagen, so, wir wurden auch kontrolliert. Ja. Da wird nicht kontrolliert, hat muss ein Schatten haben. Das ist normal. Und dieser Staat, alle Staaten werden kontrolliert über die sogenannten Universitäten und Fakultäten sowie Medienanstalten, Rundfunkmedienanstalten. Alles andere, weil Sie schreiben ja, die Bundesrepublik hat das ja in der Feststellung des Bundesverfassungsgerichts gemacht, Universitäten und Medienanstalten, Rundfunkanstalten werden grundrechtfähig. Das stimmt überhaupt gar nicht. Denn sonst würden Sie ja Ihre Rechte auch verlieren. Denn die sogenannten Universitäten, wenn sie nicht grundrechtsfähig sind, sind dann die Universitäten, die dann die sogenannten Juristen ausbilden, auch nicht grundrechtsfähig. Also Rechtsanwälte, Staatsanwälte, Richter, Polizei und so weiter. Und die Medienanstalten dürften darüber nicht berichten, weil das ja eine Schandtat wäre. Und deswegen sind die Rundfunkanstalten, werden sie falsch angegangen. Das heißt, diese sogenannten Fake-Klagen in Deutschland über die Rundfunkgebühren sind total falsch, denn die Rundfunkgebühren werden ja aus dem Rundfunkstaatsvertrag behauptet. Also man darf nicht die Rundfunkgebühren verklagen, sondern man muss den Rundfunkstaatsvertrag feststellen lassen, ob er überhaupt rechtsfähig ist. Das ist er ja gar nicht, weil die werden ja aus der öffentlichen Hand bezahlt oder nicht bezahlt. Sie werden ja privat bezahlt, aber unter Zwang. Die Gelder werden ja unter Zwang geraubt. Das kann ja nicht die öffentliche Hand sein. Und jemand, der was raubt, kann er sich auf einen Vertrag des Raubes berufen? Sicher nicht, aber das müssen Samenklagen sein. Ja. Deins meine, genau, Samen. Im Bett nicht durchkommen. So. Oder Grundrechtberechtigte, das kann nur ich machen. Ist in Österreich eine Sammelklage möglich? Bitte? Ist in Österreich eine Sammelklage möglich? Ja. Wörtlich nicht, aber de facto schon. Also wenn jetzt, also das ist nicht möglich. Ich kann auch sagen, warum. Wegen Menschenrechtsverletzungen, wegen Individualrechte können keine Sammelklagen eingereicht werden. Und deswegen kann der Rundfunkstaatsvertrag überhaupt nicht gelten, sondern es muss immer ein Einzelvertrag sein. Ja, immer. Wenn der Rundfunkstaat, also der Rundfunkstaatsvertrag ist ja durch zwei Tote gemacht worden, denn wenn die Länder keine Grundrechtberechtigung haben, wie sollen sie dann einen grundrechtberechtigten Rundfunkstaatsvertrag gemacht haben? Also so blöd kann doch keiner sein. Das Problem ist, dass wir also von vorne bis hinten, wenn das Bundesverfassungsgericht keine Grundrechtberechtigung hat, so wie Sie es gesagt haben, dann können sie auch nicht Richter sein. Dann können sie auch nicht rechtmäßiges Bundesverfassungsgericht sein, denn wenn sie keine Grundrechtberechtigung haben, können sie ja über Grundrechte ja gar nicht entscheiden. Wenn du keine Tomaten hast, kannst du keine Tomatensuppe machen. Da ist es. Das ist
Urteil vom Bundesverwaltungsgericht und die sagen eindeutig, das ist mit dem Grundgesetz vereinbar. Grundgesetz! Genau! Nicht mit dem Grundrechten! Das musst du nur wortwörtlich richtig durchlesen. Ja, wortwörtlich. Das sind die Worte. Und das ist ausgedruckt, das ist das Urteil, da steht das drin. Grundgesetz. Ja. Also, jetzt kommen wir zu dem außervertraglichen Schuldverhältnis, nämlich das geht. Also, geht's oder geht's nicht? Ja, wenn ich zum Beispiel früher, habe ich ja mich gefragt, wo bin ich da gelandet? Immer wenn ich dann auf dem Gleis, auf dem Gate, auf dem Gate 3 in Hannover war, da hieß das dann Hannover Hüpf, Hauptbahnhof. Ja, falsche Baustelle. Hüpf. Ja. Wenn ich einen Polizisten frage, was ist er, sagt er Pock oder Mock oder Puppen oder Pum. Ich habe keine Ahnung, das sind irgendwelche Vornamen, glaube ich. Pock. PH. Kenne ich nur vom Wasser, vom pH-Wert. Pum. Also das sind so irgendwelche Bezeichnungen, Fantasiebezeichnungen, mit denen ich nichts anfangen kann. Und dann sage ich immer, ich verstehe sie nicht. Ja. Die Obligation, ich habe das leider hier, ich kann das nicht größer machen, die Obligation ist eine, also dadurch, dass die Staaten dürfen sehr wohl, sind vertragsfähig. Also, könnt ihr mit einem Huhn einen Vertrag machen? Grundsätzlich schon. Nämlich, du fütterst sie, um sie zu schlachten. Nee, das war ja, fütter sie, um die Eier zu haben. Okay. Da musst du mal mit den Haaren den Vertrag machen. Mal gucken, ein Staat, also ich versuche das mal anders zu erklären, damit das für jeden einfach zu verstehen ist. Das ist mein Garten da. Das ist mein Garten. Ihr kennt ja die Geschichte mit Tom Sawyer. Das ist ein Garten und ein Gartenzaun. Und Tom Sawyer soll den Gartenzaun streichen, weil er irgendeinen Unsinn verzapft hat. Und dann tut er so, als ob er Künstler ist und alle wollen dann zeichnen, weil das Geld kostet. Er verdient daran was. Okay? Tom Sawyer, kennt ihr die Geschichte? So, jetzt kommt einer und sagt, Gott hat dir alles geschenkt. Du bist hier der Walter auf Erden. Das gehört alles dir. Jetzt kommt einer und sagt, pass mal auf, ich will deinen Anteil haben. Wenn du das selber machst, das kostet dich so und so viele Stunden und du kriegst im Jahr vielleicht 20.000 Euro raus, wenn du es machst. Ich mache es für dich und du kriegst die 20.000, aber er sagt nicht, dass die 20.000 weniger wert sind, weil er das inflationär betreibt. Er sagt, du kriegst 20.000, du brauchst nicht arbeiten. Ein Jahr geht gut, zwei Jahre geht gut, beim dritten Jahr geht gut und dann fängt es an. Das haben die gemacht. Sie sind zu den Firmen gegangen, haben gesagt, wir brauchen 1 Million Eier. Wie viel kannst du mir anbieten? Sagt er so und so. Alles klar. Nach 3-4 Jahren sagt er, pass auf. Also die machen einen 5-Jahres-Vertrag. Nach 2 Jahren gehen sie hin und sagen, wir wollen jetzt 10 Millionen Eier. Dann überlegt der Wirt, entweder bleibe ich bei den Millionen und bin raus aus dem Vertrag, weil sie wollen ja mehr, oder ich produziere mehr. Also bin ich im Geschäft drin, aber ich muss dann bei der Bank einen Kredit holen. Und das machen sie einmal, zweimal, sie erhöhen das Stück für Stück und dann geht der Bauer los und denkt, aha, bei den nächsten Jahren wird sich das erhöhen oder gleich bleiben. Und dann machen die aber kurze Verträge und dann kommt und sagt, wir wollen keine Eier mehr. Bam, sitzt er da mit seinem Kredit. Dann geht der Betrieb kaputt und kauft auf oder was, ein anderer Betrieb kauft auf. Alles klar? Oder sagt dann, pass auf, wir kaufen die Eier, sonst bist du pleite, aber zu unserem Preis. Und dann bekommt er nicht mehr raus nachher, als wenn er als Direktor bei der Firma angestellt wäre und haftet dafür. Er ist dann nicht der Inhaber, sondern der Geschäftsführer. Wasserkrug. So. Also hier werden irgendwelche, also mit der Organisation kann man ganz viele Sachen machen. Ein Vertrag ist eigentlich die Lebensenergie einer juristischen Person.
Eine juristische Person entsteht nur durch einen Vertrag, lebt nur durch einen Vertrag auf, also dass es diesen Vertrag neue Verträge schließt, kann nur durch einen Vertrag liquidiert werden oder dienstbar gemacht werden. Der Vertrag, wenn man sich da den, also jemand, der sich natürlich mit dem Juristerkram und mit Lügen und Betrügen noch nie beschäftigt hat, versteht das nicht. Im Vertrag, der Recht der Verträge steht drin, dass alle Staaten vertragsfähig sind. Ja klar, aber sie sind nicht rechtsfähig. Du kannst keinen Staat verklagen, weil er nicht existiert. Genauso wenig kannst du eine Justiz, du kannst die Justiz nicht verklagen, weil sie selber nicht prozessfähig ist. Was führen sie mit uns? Prozesse. Ja. Habt ihr es verstanden? Es geht gar nicht. Aber ein Geschäftsführer, oder? Wie bitte? Aber ein Geschäftsführer dieser Firma. Den kannst du verklagen, weil er eine unerlaubte Geschäftsanmaßung macht. Jetzt kommen wir zu der Frage, die du gestellt hast. Eine Obligation ist der älteste Vertrag, den man haben kann. Wenn ich hierher komme und trinke ein Glas Wasser und da steht draußen eine Preisliste, akzeptiere ich den Preis, den ich hier trinke. Ist da draußen ein Brunnen, kostet nichts, aber hier drinnen kostet es was. Das ist eben ein Vertrag. Als wir hier kamen, hier ist eine Box, da kann jemand spinnen, das ist der Vertrag. Jeder kann schon was spinnen, muss aber nicht. Okay? Diese Verträge sind es, dass jeder die freie Wahl hat, einen Vertrag abzuschließen. Du kannst natürlich in eine Lokal gehen und kannst Cola für ein Glas Cola für 3 Euro trinken. Du kannst natürlich auch in den Supermarkt gehen, eine Cola für 1,5 Liter Cola für 39 Cent in Deutschland kaufen. Die billigste. 32 gibt es auch schon welche. Du bestimmst nachher die Vertragsfreiheit. In der Bundesrepublik werden aber die Steuern festgesetzt und Steuern bedeutet freiwillige Abgaben. Ja. Also du gibst aber nicht freiwillig ab, sondern unter Zwang, über Geiselhaft. Und Abgaben, die Abgabenordnung ist ja gar nicht in Kraft getreten. 415, sondern sie wird also außervertraglich gemacht. Und selbst wenn du sagst, ich möchte nicht mehr und sie bedienen dich trotzdem, kannst du dann in dem Moment ein außervertragliches Schuldverhältnis machen, weil es außerhalb des Vertrages ist. Der Polizist kommt und sagt, ich bin Beamter. Und wenn man fragt, hast du einen Beamtenausweis, sagt er, ich habe hier einen Dienstausweis. Also ist es nicht nur eine Straftat, sondern ein außervertragliches Dienstverhältnis. Er kommt ja nicht in meinem heiligen Auftrag, sondern in seinen heiligen Auftrag, mich zu berauben. Er will ja, er hat ja die Absicht, mich zu berauben. Das ist sein Auftrag. Ja? Und das Problem ist, das Geld ist ja nicht von dieser Welt, also nicht im heiligen Auftrag von Gott, sondern dieses Geld ist von dieser Welt, in dem dieses Geld ihnen gehört. Ihnen gehört nicht der Nachname, nicht die juristische Person, ihnen gehört nur das Geld. Und wenn wir ein anderes Geldsystem machen, so wie ihr das bei Fitzek gesehen habt, dann versuchen sie euch zu fiktionieren. Der Mann muss Geld. Ja? Willst du nicht mein Freund sein, hau ich dir eine Fresse rein. Alles klar? So, und jetzt, die Bundesrepublik arbeitet aber nur obligatorisch, schuldhaft. Also können sie niemals, weil sie ja inflationär arbeiten. Sie sind ja, die Bundesrepublik ist ja nicht insolvenzfähig. Sie existiert ja gar nicht, weil sie keine Masse hat. Das Holz hat Masse. Die Bundesrepublik, hier ist Bundesrepublik. Schattenboxen. Ja? Also ich führe euch das vor. Ich zeige euch, dass ich der schnellste Mensch auf Erden bin. Habt ihr es gesehen? Wo warst du auf dem Mond? Wo warst du gerade? Habt ihr es gesehen? So, jetzt führe ich euch das in Zeitlupe vor. Jetzt nochmal in Normalgeschwindigkeit. Habt ihr es gesehen? Und somit täuschen sie uns. So. Wenn ihr dieses Magier spielt, also es ist ja eine Zauberkunst, eine Zauberei, eine Illusion, wenn ihr die Illusion nicht verstanden habt,
dann geht ihr immer wieder in den Zirkus rein, um diese Illusion zu verstehen. Aber wer sie verstanden hat, geht da nie wieder rein. Wer sie nicht verstanden hat, geht nie wieder rein. Also das war mir zu schnell, ich habe es nicht verstanden. Ich habe es nicht aufgelassen. So, also, deswegen, solange die Menschen keinen Ausweg finden oder kennen und auch noch Angst haben, ja, Faulheit und Feigheit sind die Gründe, warum den Menschen, wenn sie auch freigesprochen worden sind oder frei sind, immer noch unmündig bleiben wollen. Bequemlichkeit. Und deswegen existiert weder das Deutsche Reich noch das Osmanische noch das Chinesische Reich, weil mangels Organisation. Sie organisieren das durch die Eingreifs- und Leistungsverweigerung und deswegen ist das Osmanische Reich untergegangen, das Heilige Römische Reich, Deutsche Nation untergegangen. Es ist alles untergegangen, weil sie wollen, dass wir es vergessen. Ein Völkerrechtssubjekt kann nicht untergehen, sondern nur vergessen werden.